Mein Opa sagte immer, kleide dich für den Job, den du möchtest. Und dann schaust du in deinen Kleiderschrank und denkst dir nur so. Geil, ich bin sowas von am Arsch. Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wie aus diesem Bild hier, beziehungsweise aus diesem Aquarium, das ihr kennt, dieses Aquarium wurde, das wollt ihr wissen? Kein Problem, ich zeig's euch. Zuerst einmal die Lampe runter. Die ist übrigens auf einer Plastikregenrinne und drei Aquarell-LEDs gebastelt. Bevor jetzt einer schreibt, die Softbox links ist aber mega professionell versteckt, danke, das weiß ich. Dann noch die Abdeckscheiben runter. Bevor ihr in ein Becken mit Heizstab greift, solltet ihr diesen ausstecken. Ich bin ehrlich. Ich mache das auch oft genug nicht und vergesse es. Neue Heizer haben sogar einen Trockenlaufschutz, wobei ich mich eher weniger auf sowas verlassen würde. Ein beschädigter Heizstab kann euch in dem Moment, wenn ihr ins Wasser fasst, richtig böse einen Schlag verpassen. In der Regel tut das nur kurz etwas weh. Aber da in unserem Körper viele Prozesse durch elektrische Impulse stattfinden, kann auch so ein kleiner Schlag mitunter sogar einen Herzinfarkt verursachen oder sogar zum Tod führen. Daher sicher ist sicher und zieht die Heizer vorher lieber raus. Jetzt fülle ich mit Hilfe eines Schlauchs etwas Wasser in eine Styroporkiste, entnehme die Pflanzen und hältere sie für den Umbau so lange dort. Ihr könnt natürlich auch einen Eimer verwenden. Als nächstes entnehme ich die Deko, in diesem Fall ein kleines Stück Mangrovenholz und einige weitere Holzstücke. Nun fülle ich mir einen Eimer mit Wasser und fange die Bewohner raus. Das mache ich bewusst erst jetzt, da ich in einem voll eingerichteten Becken die Tiere nur unnötig ewig hetzen müsste, was mehr Stress bedeutet, der durch meine Methode auf ein möglichstes Minimum gesenkt wird. Da das Becken nach dem Ausräumen ziemlich trüb durch den aufgewirbelten Mulm ist, lasse ich erst einmal weiter Wasser ab, bevor ich die restlichen Fische rausfange. Den Filter ziehe ich erst jetzt aus der Steckdose, kurz bevor er Luft ziehen würde. Da auch der Filter mit Strom betrieben wird, zumindest der Außenfilter, der hier im Einsatz ist, solltet ihr ihn auch eher vorher rausziehen. Hier kommen wir aber zu einem Problem. Den Filter möchte ich nicht reinigen, da ich die vorhandenen Bakterien für das neue Becken weiter nutzen möchte, um es schnell wieder besetzen zu können. Diese Bakterien brauchen aber Sauerstoff. Sonst sterben diese schon nach kurzer Zeit im Filter nach und nach ab. Einige Minuten oder etwa eine Stunde sind noch kein Drama. Aber mal einige Stunden oder einen halben Tag plus ist eher ungünstig. Gerade wenn man noch nicht so routiniert ist und alles etwas länger dauert, ist es daher ratsam, den Filter ganz einfach in einem Eimer weiterlaufen zu lassen. So könnt ihr in Ruhe umgestalten und müsst euch keinen Stress machen. Ich habe mir, bevor ich angefangen habe, möglichst alles vorbereitet, wie zum Beispiel den Bodengrund gewaschen. Video mit Tipps dazu findet ihr übrigens in der Videobeschreibung. Der eigentliche Umbau hat so gerade mal etwas mehr als 30 Minuten gedauert. Beim weiteren Wasserablassen sauge ich schon einmal einen Teil des alten Bodengrundes ab, da ich auch diesen ersetzen möchte. Die Nadelwälse, die ebenfalls noch im Becken sind, fange ich nun mit der Hand, da man sie mit einem Netz verletzen kann. Mit nur noch etwas Wasser im Becken geht das auch schnell, einfach und ohne die Tiere lange zu jagen. Die Tiere im Eimer decke ich ab und stelle sie auf ein Handtuch, damit sie nicht auskühlen. Bei Fischen, die viel Sauerstoff brauchen, solltet ihr eventuell einen Budestein einhängen. Jetzt, da alle Tiere aus dem Becken sind, entferne ich das restliche Wasser, sofern möglich, und den Bodengrund. Dazu benutze ich einen Schlauch und ein altes Netz. Hierbei ist euch sehr wahrscheinlich genau wie die perfekt versteckte Softbox bereits der kleine Hocker in der vollkommen männlichen Farbe rosa aufgefallen, auf dem ich stehe, um richtig im Becken arbeiten zu können. Ich weise hiermit noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass ich sensibel bin und man sich nicht über Menschen mit Behinderung bzw. Arme wie ein T-Rex lustig macht. Mit dem restlichen Wasser und einem Stück Filtervlies putze ich noch einmal über die Innenseiten des Beckens und entferne Dreck und Algenreste, die ich so sehr gut erreichen kann. Nachdem das Becken komplett leer ist, mische ich mir den Bodengrund, um die Optik eines Bachbettes zu erreichen.
Diesen fülle ich ein und sauge das mit eingebrachte und restliche trübe Wasser noch einmal so gut es geht ab. Nun fange ich an zu dekorieren. Bei der Optik eines Flusses oder Bach arbeite ich am liebsten mit Kies in unterschiedlichen Farben und Größen. Große Brocken bilden hierbei das Grundgerüst, um die kleinere verteilt werden, um Verstecke und Strömungsschatten für die Bewohner zu bieten. Kleinere Steine könnt ihr einfach kreuz und quer verteilen bzw. reinrieseln lassen. Ihr werdet vermutlich überrascht sein, wie einfach das Ganze eine völlig natürlich aussehende Optik bekommt. Durch die Strömung des Filters und die Bewohner wird dieser Effekt sowieso noch verstärkt und kleinere optische Unstimmigkeiten von ganz alleine beseitigt. Macht euch auch daher bei dieser Sache keinen allzu großen Stress. Ufer von Flüssen und Bächen sind mit Pflanzen bzw. Bäumen gesäumt. Daher darf für mich Holz oder Laub so gut wie nie fehlen. Ich habe mich hierfür einen trockenen, mit Flechten bewachsenen Ast von einem Süßkirschenbaum entschieden. Jetzt fülle ich wieder Wasser auf. Ein paar Pflanzen möchte ich aber schon im Becken haben. Ich habe mich für ein paar Stecklinge Vallisneria entschieden. Diese brauchen keine sonderliche Pflege und werden sich harmonisch in der Strömung bewegen und das Bild abrunden.
Fast fertig. Kommen wir zur Strömung. Ich nutze hierfür einen Diffuseraufsatz. Diesen gibt es in mehreren Größen für unterschiedliche Schlauchdurchmesser bzw. Filtergrößen. Um es ganz einfach zu sagen, ist das lediglich eine Verjüngung des Auslaufes, wodurch das vom Filter geförderte Wasser schneller und mit mehr Druck fließt. Sprich, wir haben so mehr Strömung. Der Zusammenbau ist recht einfach und geht schnell. Das mitgelieferte Schlauchstück befindet sich an der Wasseroberfläche. Durch dieses wird Luft mitgesogen und fein im Becken vernebelt, was zusätzlich Sauerstoff und Wasserbewegung mitbringt. In unserem Fall haben wir dadurch sogar einen zusätzlichen weiteren optischen Vorteil. Diese Blasenverwirbelung kennt man in Bächen durch Absätze oder größere Steine, an denen sich die Wassermassen brechen. Auf das Ende des Schlauchstücks kommt noch ein Stopfen, der die Wirkung eines Schalldämpfers hat und das saugende Geräusch unterdrückt. Eine Klemme mit Saugnapf ist ebenfalls dabei, um ihn im Becken zu befestigen. Den Diffuseraufsatz steckt ihr einfach auf den Schlauch am Filterauslauf. Das Becken ist somit fertig. Abdeckscheiben und Beleuchtung wieder drauf. Jetzt Filter und Heizung wieder einstecken. Hier nochmal kurz, dass ihr es seht. So sieht ein Diffuser dann in Betrieb aus. Und das ist unser Endergebnis. Also ich finde es ziemlich geil. Und ihr? So, Freunde, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also ich finde das Becken persönlich sehr, sehr cool. Ich weiß auch schon, was für Tiere darin schwimmen. Das wird, ich weiß nicht genau, ob es das nächste Video sein wird, auf jeden Fall eins der kommenden Videos wird das Geheimnis lüften, was da drin sitzt. Sind auch schon einige sehr, sehr gespannt drauf. Also mir persönlich gefällt das Becken sehr, sehr gut. Könnt ihr mal unten drunter schreiben, ob es euch auch gefällt. Und ja, ansonsten habe ich heute nicht allzu viel zu erzählen. Außer, dass das erste Video jetzt ist im dritten Jahr von Tobis Aquaristik-Exzesse. Und ja, ich glaube nicht, dass es so gut ankommt wie das letzte Video. Das ist ja wirklich eingeschlagen wie eine Bombe. Ja, konnte ich mir denken. Das wird bei diesem Video sehr wahrscheinlich nicht so sein. Aber ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Und ja, wenn ihr Bock habt, könnt ihr in die Videobeschreibung gucken. Da sind ganz viele Links, wie ihr mich auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter findet. Könnt ihr mir gerne folgen, mir ein Like da lassen oder ein Gefällt mir auf meine Seite, wie ihr möchtet. Tobt euch aus, abonnieren könnt ihr auch sehr gerne, das ist sogar umsonst und tut nicht weh. Heilt leider keinen Krebs, aber man kann nicht alles haben. Ja, wenn ihr ansonsten nichts mehr zu tun habt, könnt ihr natürlich wie immer auf YouPorn vorbeischauen. Und ja, mir bleibt nicht mehr viel mehr zu sagen, außer wir sehen uns im nächsten Video und ich bin raus hier. Tschüss.